Servus, liebe Bayern-Fans. Heute koche ich mit Sven Ulreich. Gott sei Dank ist er wieder da. Gell? Sven, immer angenehm mit dir. Du bist ein sehr sympathischer, angenehmer Mensch. Es gibt ja oft Leute, die sagen, man ist vielleicht ein guter Torwart, aber sonst ist er ein Depp. Das kann man überhaupt nicht sagen bei dir, sondern er ist einmalig, auch menschlich ganz stark und auch ein Riesenkompliment an deine Frau. Die bäckt, da fällt das Auge raus. Also wirklich, wir haben mal so einen Backkochkurs gemacht. Das hat die so toll gemacht, so mit Leidenschaft. Also wirklich Kompliment und ein schöner Gruß. Gell? Ja. Und heute machen wir zwei Lieblingsgerichte vom Sven. Einmal machen wir Nudeln, die kennen Sie ja. Kammutnudeln werden sagen, was ist denn das jetzt? Kammutnudeln sind Nudeln, die mehr Proteine haben. Das ist der römische Urweizen, der wird nur so hoch und der hat einfach mehr Eiweiß. Und dann machen wir ein Pesto dazu, ein selber gemachtes Pesto. Wenn Sie es im Glasl haben, nicht so tragisch, aber selber gemacht, schmeckt einfach immer besser. Das macht der Sven. Und ich mache dann ein bisschen, ich mache mir das Einfachere, der Sven macht das Komplizierte, ich mache es einfach, ich mache einfach Tomate, Mozzarella. Und da brauchen Sie gute Tomaten, ein bisschen Olivenöl und natürlich auch, was haben wir, ja genau, das brauchen Sie auch dazu. Kurz Weißbier. 0-0, da fehlt einer gar nichts. Das kann er sogar vorm Spiel trinken. Dann pusht es noch richtig, gell? Und jetzt sage ich so, Sven, packen wir es, oder? Gehen wir es an. Genau, also. Wir kochen als erstes die Nudeln. Normalerweise nimmt man ja die Nudeln gleich aus dem Wasser raus und gibt sofort wieder in die Pfanne rein. Erstmal machen wir Salz rein, oder? Ja, genau. Salz, ja. Und zwar, wenn Sie in Nudelwasser nicht genügend Salz drin haben, also wir geben 17 Gramm auf einen Liter Salz, dann werden Sie merken, dass die Nudel richtig langweilig schmeckt. Und das ist eigentlich schon der Schlüssel, dass man Nudel gern isst, weil wenn du da reinbeißt und es schmeckt nur noch Barz, hast du überhaupt keine Lust dabei. Das schmeckt fad. Ich packe die mal rein, die Packung. Genau. Ins kochende Wasser. Perfekt. Wenn Sie die Nudeln sofort hernehmen, dann nehmen Sie das her, was hinten auf dem Beipackzettel steht. Wenn es da steht, 7 oder 8 Minuten, dann kochen Sie es raus aus dem Wasser und sofort in die Pfanne rein. Wenn Sie aber für 10 Leute kochen müssen und Sie haben noch ein bisschen Vorbereitung, dann kochen Sie es, abgießen, ja nicht mit kaltem Wasser ablöschen, sondern einfach auf ein Brett geben oder auf so ein Ding drauflegen. Und dann kühlen die aus, ein ganz kleiner Tropfen Öl drauf, damit sie zusammenkleben und dann können sie es weiter verarbeiten. So haben wir es hier gemacht, die haben wir schon vorgekocht. Sven, und jetzt würde ich sagen, gehen machen wir erst das Beste, oder? Ja, genau. Das macht jetzt der Sven. Das also. Muss man schon sagen, das gefällt mir, dass du sagst, ich mache zu Hause auch ein bisschen was, ich koche zu Hause was. Weil man einfach mehr Respekt dann hat. Und sagen wir mal, das ist ja für seinen Körper. Der muss eine Hochleistung bringen. Und Hochleistungssportler essen natürlich schon ein bisschen anders. Man muss bei Ölen aufpassen. Man darf Fett die nie zu heiß machen. Denn jedes Fett über 90 Grad geht nicht mehr in die Körperzelle, in die 50 Billionen Körperzellen, sondern es landet da, wo sie ein bisschen weicher sitzen. Ist auch okay. Aber da taugt es natürlich überhaupt nicht. Deswegen geben wir diese Dinge immer zum Schluss, schwenken nochmal und dann raus damit. Also, Sven, jetzt bist du dran. Gehen wir es an. Nehmen ein bisschen Basilikum. Packen wir einfach mal in den Thermomix hier rein. Ola. Kriegt man halt immer wunderbar zu kaufen. Wenn Sie Basilikum gefroren kaufen, da ist nichts kaputt, der ist genauso gut, sondern der ist halt nur konserviert, damit er nicht verblüht und verwelkt. Jetzt gehen wir frische Petersilie rein. Ja, nehmen wir auch eine Handvoll. Und die Petersilie ist ganz wichtig für einen Tormann, denn Petersilie nennt man auch die innere Sonnenbrille des Menschen, weil sie sehr viel Lutein und Zeaxanthin hat. Und da schützt die Netzhaut gegen das UV-Licht, dass man keinen grauen Star kriegt. Und das ist natürlich für einen Tormann wichtig, dass er einen Durchblick, also dass er mal so, da kommt der Bäuer da und das bringe ich leicht raus. Dann hat er auch sehr viel Vitamin C. Und jetzt geben wir noch was rein. Bisschen Parmesan, immer gut. Den können Sie ja schon vorhobeln und vielleicht ein Tipp, den sind selber hobeln. Also es gibt ja den schon also geräubelt zu kaufen, aber selber gehobelt ist er einfach frischer, er ist geschmackiger und sagen wir mal, es rentiert sich. Die bisschen Arbeit muss bei den Nudeln drin sein. Na, dann machen noch ein paar Pinienkerne dazu, oder? Genau, und zwar sind die leicht geröstet, immer aufpassen, dass die nicht, sagen wir mal, zu heiß geröstet sind, dann werden die sehr schnell schwarz, die sind wunderbar geröstet. Es gibt so einen raffinierten Geschmack, wenn so ein Pinienkerne mag ich nicht, können Sie auch Mandeln nehmen. Also geröstete Mandeln, das geht auch gut. Genau, und dann ein bisschen Salz, würde ich sagen. Ja, Salz und da nehmen wir ein bisschen Chilisalz her, ja. Da ist schon die Schärfe mit dabei. So. Naja, das nicht so viel, nicht zu viel. Hat er schon ein paar Mal gemacht. Ja, natürlich. Und dann ein bisschen Olivenöl. Ja,
Und ich habe erfahren, dass man ein bisschen Pflanzenöl noch dazu reinpackt, dass es nicht so bitter wird. Jetzt genau. Es gibt ja Olivenöle, die einfach sehr bitter hinten noch, die brennen direkt. Ja. Und wenn man das jetzt 50-50 macht, dann gibt es einen sehr charmanten, weichen Olivengeschmack. Und das Öl, das normal ist, das ist ja neutral. Und so kriegt man einfach, dass man sagt, wie hast denn du das Pesto gemacht? Das schmeckt ja richtig gut. Außerdem, sie haben ligurisches Olivenöl, das hat weniger Säure, das beißt dann nicht so. So, jetzt so, haben wir. Ich glaube, jetzt haben wir alles drin, oder? Oder wir haben drin den Basilikum. Weißbier kommt da nicht rein, oder? Nein, das trinken wir dann. Gell. Sehr gut. Ja. Nee. Wobei das nicht schlecht ist, so zwischendurch haben wir so ein Schlickerl, gell? Wenn es ein bisschen warm in der Küche ist, kocht es halt leicht. Deckel drauf, Thermomix an. Aber man merkt, der kennt sich aus. Hat er schon öfters gemacht? Ab und zu hat mich meine Frau eingespannt, dass ich das. Naja, aber deine Frau ist mit Sicherheit eine gute Köchin auch. Doch, die gibt sich immer sehr viel Mühe, kocht immer sehr gesund. Ja, aber das ist es. Weißt du, es ist ja so, gesund, sag mal, was ist denn gesund? Gesund muss auch schmecken. Das und wenn Gesundheit nicht schmeckt, dann kannst du es ja gleich vergessen. Das ist richtig. Ja. So, dann drehen wir das mal auf. Jetzt geht's los. Wenn Sie keinen Thermomix haben, nehmen Sie einen Mixstab her, da gibt es so kleine Behälter. Da werden Sie es rein und mixen Sie es auf. Ah, super. Wird sie schon haben. Wird sie schon haben. Ja. Alphons, weiß ich, macht man nicht auch noch Knoblauch ein bisschen rein? Ja. Ja? Könnten wir auch noch ein bisschen dazu packen. Wo haben wir den? Also ich tue ja mit Knoblauch nicht, dass der Rauch aufgeht. Warte mal. Ich schneide dir den jetzt gleich ein bisschen was her. Boah, sieht das super aus, ey. So, ja. Jetzt nehmen wir ein bisschen Knoblauch noch mit rein. Also ich, der zweite Italiener, sagt, ja, spinnt ja mit seinem scheiß Ingwer. Es ist so, wenn Sie Knoblauch und Ingwer 50-50 zusammengeben, dann haben Sie zu 90% eine Knoblauchverträglichkeit. Sie riechen nicht nach Knoblauch und die medizinische Wirkung von beiden Gewürzen geht um 50% nach oben. So, da gebe ich jetzt einmal den Knoblauch her, Sven. Super, danke. Können wir ein bisschen neidern? Ja, vielen Dank. Okay. Frisch, rein damit. Und es ist ja so, der Knoblauch hat sehr viel Glutaminsäure. Und Glutaminsäure heißt, die schmeckt, deswegen schmecken die Schwammerl, weil die auch Glutaminsäure haben. Ja? Und es muss halt einfach ein bisschen witzig sein, ein bisschen frech sein. Und wenn Sie es noch ein bisschen schärfer haben wollen, dann geben Sie entweder ein bisschen eine Chilischote mit rein, ein bisschen was. Oder gibt es ja die ein bisschen milder sind, die sind ein bisschen länglicher. Und sonst gibt es auch die getrockneten, die sind auch super. Super, passt. Besser konnte ich es nicht machen, jetzt muss ich mal wirklich schauen. Wie weit die Nudeln sind. Also Pesto sieht hervorragend aus. Ich glaube, da kann man, den Italiener Konkurrenz machen. Gut. Also Sven, jetzt einmal unter uns zwei. Es kann man auch, wenn du das möchtest, kann man die Nudeln, sagen wir mal, vielleicht eine Minute noch, dann okay. Werden die Nudeln fertig, dann können wir es abgießen und sofort in die Pfanne zurück. Ja? Also machen wir das doch. Und wir werden das immer, also Fett geben wir dann zum Schluss dazu, sondern wir geben jetzt dann in diese Pfanne ein bisschen Gemüsebrühe rein, wenn wir sagen wir Gemüse- oder Geflügelbrühe rein, und da kommen die Nudeln drauf, ohne Fett. Viele machen den Fehler, die gehen Öl in die Pfanne und schwitzen die Nudeln an. Das Fett ist schon wieder kaputt, das bringt gar nichts. Ja? Sehr gut. Dann warten wir jetzt noch. Also fertig haben wir das Pesto. Das hast du schon mal probiert? Ja, probiert habe ich noch mal. Ob der das schmeckt? Natürlich. Wie ist denn Kochsalat? Ja, sehr gut. Schmeckt sehr gut. Weil das gibt letztendlich dann den Geschmack auf die Nudel drauf. Aber wie gesagt, Nudel, reichlich Salzwasser. Und dann, wenn Sie jetzt keinen Wok da haben, dann meistens einmal so ein Löffel aus, sagen Sie, aha, das hat jetzt so 15 Gramm. Und dann haben Sie das rein. Wenn Sie zu wenig Salz drin haben, werden Sie merken, dass die Nudel einfach, da fällt irgendwas. Ja? Und das ist das, was der Italiener immer schon gemacht hat. Also ich koche jetzt 52 Jahre, ja genau, 52 Jahre. Und wir haben auch gar keine Ahnung gehabt früher. Wir haben die Nudeln da gekocht und dann mit Wasser abgewaschen. Und dann sind wir zum Italiener zum Essen gegangen und gesagt, Mensch, das schmeckt so gut. Dabei hat er einfach Salz ins Wasser rein. Man könnte jetzt auch noch ein Lorbeerblattl rein, Ingwer, sagen wir mal, ein paar Scheiben Ingwer oder Knoblauch, ein bisschen Chilischote, das kann man alles im Wasser machen, wenn man das möchte. Dann geht das schon ein bisschen in die Nudeln rein. Aber dein Pesto, Sven, ist so gut, dass das im Wasser gar nichts braucht. Aber was kann man denn machen, wenn man, dass die Nudeln immer nicht so zusammenbappen? Ja, dass du ein bisschen Öl drauf gibst. Öl. Okay. Also jetzt brauchen wir es nicht. Jetzt, weil jetzt gehen wir sofort in die Pfanne, aber sonst.
Also auf dem Tisch, sagen wir mal. Platte. Und dann ein paar Tropfen Öl drin und keine Butter, weil die wird ja fest und das Öl bleibt flüssig. Ein bisschen verrühren, dann bleibt die Nudel immer, so wie es da ist, schön drauf. Die können wir hernehmen, Sven. Gut. Die sind fertig. Gießen wir die jetzt ab. Da, perfekt. Ah ja, siehst du, mei. Genau. Und jetzt nehmen wir die dann so her, stellst die Sieb dann in die Schüssel rein. Und dann tun wir gleich ein bisschen Brühe in die Pfanne. Super. Du sollst ja sagen, wir kochen hier nicht live, gell? Ja, das stimmt. Dann tun wir ein bisschen Brühe in die Pfanne rein. Genau, das ist das hier. Und wie gesagt, nicht in Fehlermalzer Öl rein. Das bringt gar nichts. Das was, also wenn man den Sport ansieht, dann ist es ja so. Ein Drittel ist Training, ein Drittel ist Schlaf und ein Drittel ist Ernährung. Wenn Sie sich nicht gut ernähren, dann hat die Zelle keine Kraft, dass, sagen wir mal, richtig trainieren können. Und wenn man nicht genügend schläft oder, sagen wir mal, sich ausruht, dann kann auch der Körper nicht wieder Energie schöpfen, damit er wieder gut im Training ist. Und deswegen gehört einfach diese drei Dinge, die gehören zusammen. Gut, hören wir rein. Ich hab angemacht, jetzt super. Geht's los. Und wir tun jetzt die Nudel einfach rein. Ein bisschen Parmesan hast du eh noch überlassen, das ist super, den können wir dann da um. Schütz einfach rein, so wie es sind. Also soll ich alle reinmachen? Oder reicht? Ja, reicht. Schau, und da, Sven, gibt's jetzt ein bisschen Öl drauf. Olivenöl, oder? Ja, also ein bisschen Olivenöl. Nein, da hinten auf die Nudel. Und dann rührst du einmal um und dann kleben die Nudeln nicht mehr zusammen. Und dann kann man sie in den Kühlschrank reinpacken, so wie wir es hier gemacht haben, und dann fällt überhaupt nichts. Sehr gut. Ja. So, und das lassen wir jetzt einmal aufkochen. Und dann, wie gesagt, dann werden die Nudeln jetzt, oder? Weil der Kleber ist ja noch auf der Nudel drauf, die werden jetzt die Flüssigkeit ansaugen. Ja? Und wenn man sieht, okay, die Flüssigkeit ist fast weg, dann das Pesto drauf. Dann kann man nochmal ein bisschen probieren und sagen, ja, ein bisschen Salz oder auch nicht. Aber an und für sich werden wir kein Salz mehr brauchen, weil wir ja dieses Nudelwasser schon richtig gesalzen haben. Also fällt in der Hinsicht gar nichts. Möchtest du da nicht sagen, Sven? Ja. Ein bisschen Pesto rüber? Das geht schon. Genau. Ich glaube, wir drehen mal. Gleich mal probieren, mal wieder einen Löffel. Eieiei. Ja, super. Perfekt. Ich schneide mir jetzt gleich mal ein paar Tomaten. Also, ich habe mir, wie gesagt, das Leichtere gesucht. Das, was mir gut gefällt, Sven, ist, dass du dich entschieden hast, dass du die Nudel magst. Weil, ich meine, das kann ja wirklich jeder machen. Da brauchst du gar nicht viel kennen. Aber du machst es richtig gut. Jetzt schau her. Das ist das, was wir bei den Spielern auch machen, dass die jetzt sagen, sie wollen ein Pesto, ein grünes Pesto, ein rotes Pesto macht man aus getrockneten oder zum Teil getrocknet und frischen Tomaten, damit man da ein bisschen Dampf reinkriegt. Und dann haben wir natürlich, also so je nach Wunsch des Spielers, der kommt jetzt Mittag her und sagt, ich hätte gerne die Nudeln und zwar mit Pesto oder ganz normal nur. Und so wird individuell auf jeden Spieler eingegangen. Und wenn man mal schaut, was wir machen, dann ist es ja so, also ich koche seit 35 Jahren für den FC Bayern und seit 12 Jahren machen wir praktisch die Profis. Das sind ungefähr 50 da drüben jeden Tag, die Spieler, die Physios, die Ärzte, die Professoren. Dann haben wir hier, da wo wir jetzt stehen, das ist eigentlich die Küche, wo die Angestellten vom FC Bayern da sind, hier in der Säbener. Und dann haben wir noch den Campus draußen im Norden von München. Und hier wird auch super gekocht und nicht nur hier so rumtantelt. Und ich glaube, jeder Angestellte vom FC Bayern kann sagen, das ist super, das ist das beste Casino, das es überhaupt gibt. Das Essen ist Weltklasse hier. Und also, hier ist noch eine Geheimzutat, die ich bei mir immer gerne in die Nudeln reinmache. Das Aioli, bisschen Knoblauch noch, also schmeckt mir immer besonders gut, wenn man das noch ein bisschen drüber packt. Das ist ein leicht gerösteter Knoblauch, da ist ein bisschen Chili drin und es gibt nochmal so einen leichten, naja, halt einen anderen Geschmack. Ein bisschen Chili können wir auch noch reinmachen. Macht auch immer ein bisschen schärfer. Ah, schon gut, gell? So. Muss man schon sagen. Du kannst ruhig noch ein bisschen Brühe drauf tun, oder Wasser kannst du auch drauf geben, wenn du möchtest. So, nicht, dass es hier reinbrennt. Und wenn man es jetzt noch, ja, genau. Deswegen gibt man ein bisschen Wasser noch mit drauf oder ein bisschen Brühe, je nach Salzgehalt. Und dann emulgiert das schön. Ja, das wird so ein bisschen sämige Masse geben. Und die kommt daher, dass man die Nudeln nicht mit Wasser abgewaschen hat. Und deswegen ist das auf der Nudel noch drauf und die Nudel saugt dann
praktisch die Flüssigkeit an. Das ist super, Sven. Das ist fertig. Also, ich bin fertig. Du bist fertig. Ja, ich habe noch nicht einmal gescheit hochgefahren. Musst du weitermachen. Ja, jetzt muss ich Gas geben. Also, wenn es wäre, gell, also wenn sie eine Schärfe haben, wo ich kann dann wieder reinschneiden und dann geht das auch. Gut, jetzt haben wir hier. Das ist. Hoppla. Das Schöne ist ja, dass es wunderbare Tomaten jetzt gibt. Und ob das jetzt rote sind oder dunkle oder blaue oder gelbe, das hat es ja früher gar nicht so gegeben. Und die kommen je nach Jahreszeit. Das Auge isst ja auch immer mit. Naja, ne? Total. Schon hier haben früher haben wir gesagt, schmeiß das Ding weg, wir schmeißen gar nichts weg. Das legen wir genauso mit rein. Das gibt man jetzt da so ein bisschen, je nach Teller, gibt man rein, da kann man jetzt zwei rein tun, da kann man mal schauen, hat man ein paar kleine Kirschtomaten, jetzt gibt es ja die grünen und die gelben, die können wir genauso mit hernehmen. Schneiden wir da ein bisschen in der Mitte durch. Kommt dann da drauf da. Hier, die gelben finde ich auch ganz witzig, gell? Und die grünen schauen ja aus wie, also wie Weintrauben. Da meinst du, das ist eine Weintraube. Ja, gell? Stimmt. Aber geschmacklich sind die alle gleich, oder? Ja, sie sind einigermaßen alle gleich. Und man sollte aber schauen, dass die Tomate richtig fest ist. Also wenn das schon so batzig ist, dann ist es kein Problem, aber dann nimmt man es einfach nicht für... also für Tomate Mozzarella her, sondern da nimmt man es für die Tomatensoße her. Gell? Und das lässt man dann auch ganz langsam einziehen. Da. Ja, das ist doch ganz witzig jetzt so. Da braucht man gar nicht mehr länger umeinander pfeifen. Jetzt habe ich hier Burrata. Jetzt können wir den auseinanderschneiden. Gell? Aber fürs Fernsehen machen wir es so, dass wir den im Ganzen lassen. Und jetzt ist es so, jetzt kommen wir eigentlich ein bisschen, warte mal, was haben wir? Wo haben wir denn unser Öl? Da haben wir ein gutes Olivenöl. Dann haben wir ein bisschen Essig, wenn man will. Gell? Also es geht genauso, wenn man jetzt eigentlich nur noch hier, jetzt gebe ich hier ein bisschen Salz und Chilisalz drauf. Und Käse salze ich jetzt gar nicht. Dann kann man, wenn Sie das wollen, ein paar Tropfen, das würde ich aber nicht auf die Tomate tun, sondern ich würde es da so ein bisschen außen rum tropfen lassen. Denn da kann ja jeder selber eintauchen. Und dann das Olivenöl gebe ich jetzt da so auf die Tomate, so einen Spritzer drauf. Dann werde ich noch. So, oder? Und das ist jetzt ein griechischer Basilikum. Der schaut ein bisschen anders aus. Den haben wir schon weg, das sind nicht so große Blättel. Und die nimmt man jetzt und tut so ein bisschen nicht so spinnert. Aber Basilikum ist ja auch ein Gewürz, das hoch antioxidativ ist, das dem Körper hilft, die kleinen Verletzungen ein bisschen rauszunehmen. Und bei den Spielern ist es ja wirklich so, dass die das durch den täglichen Training, durch das immer Aufprallen, da, kleine Verletzung, braucht der Körper extrem viel Energie, die wieder zu heilen. Und deswegen ist die ausgewogene, gesunde Ernährung, dass man sagt, da gebe ich dem Körper noch was dazu, an Gewürzen, an Kräutern, ganz wichtig, damit die immer fit sind. Und du bist ja für das, dass, wie lange spielst du schon? Ich bin jetzt auch schon 15 Jahre, nicht ganz 14 Jahre im Geschäft. Also, toi. Und wie lange bist du jetzt wieder da? Ja. Und wie lange warst du vorher beim FC? 5 Jahre war ich hier und dann war ich 8 Monate auf Abstinenz und dann jetzt bin ich wieder nach einem Jahr da. Also ich habe gesagt, du musst wieder runter. Genau, ich brauche die bayerische Luft. Zumindest wegen dem Essen auch. Ah ja, okay, sehr gut. Danke. Nein, ist ja so, also Sven ist ein unglaublich angenehmer, netter, also Kollege, kann man ja fast schon sagen, weil wir machen halt zu essen und der schaut, dass die Bälle nicht ins Tor reingehen. Immer nett, immer höflich. Und das muss man eigentlich von allen Spielern sagen, dass die immer höflich sind, wenn sie in der Früh kommst, Servus, grüß dich, Servus. Jeder. Und nicht da wie so ein Mufti da vorbeilauft, da könnte sich so mancher eine Scheibe abschneiden. Das stimmt. Gell? Und jetzt schauen wir mal das her. Jetzt sehen wir mal, der mal deins du, auch in einem anderen Teller. Ja, das nehmen wir auch rein. Und dann stellen wir das da her. Und das schmeckt richtig klasse. Siehst du, wie schnell das anzieht, Sven? Ja. Also man kann dann, also das ist für Sie zu Hause, nur einen kleinen Schluck Wasser oder einen kleinen Schluck Brühe drauf geben. Ich würde jetzt da noch ganz bisschen Parmesan drüber geben. So, das raspel ich noch drüber, oder? Hier. Na, du hast noch ein bisschen was da, Parmesan. So, kann ich auch den nehmen, genau. Ja, hier noch oder à la minute halt, ja. Ja, gut. Al dente. So, dann noch ein schönes Basilikumblatt oben drauf. Ich glaube, ein bisschen Olivenöl können wir auch noch drauf packen. Und eins kocht, gell? Nichts getrickst, nichts vorbereitet. Das mag ich. Genau. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt gibt es Öl drauf in der Nudel, im Pesto ist ja schon ein Öl drin. Und jetzt gibt er nochmal frisches Olivenöl drauf. Und gesünder kannst du es nicht machen. Ich glaube, so kann oder? Der Mittag starten, ne? Ja, das würde ich auch sagen. Ja. So kann der Tag starten. Ja. Schön farblich, schön bunt. Also wie gesagt,
Vielen Dank, Sven. Ich darf nicht so nach hingehen, wie ja die 1,50 Meter, aber ganz toll gemacht und man merkt, das hast du nicht zum ersten Mal gemacht. Nee, nicht zum ersten Mal, aber natürlich auch nicht in der Häufigkeit, wie du das gemacht hast. Ja gut, wir kennen ja nichts anderes. Ja. Und das muss aber auch immer gut ausschauen, immer gut schmecken, damit das Auge ist natürlich mit. Dann ist für uns wichtig, dass der Spieler richtig die Eiweißquelle richtig hat, die Kohlenhydrate hat und dass er natürlich schmeckt. Denn wir machen das immer in Form eines warm-kalten Buffets. Das heißt, es gibt Mittag immer einen Fisch, den wechselt man. Dann gibt es entweder Hähnchen oder Kalb oder Rind. Dann gibt es 6 bis 8 verschiedene Gemüse zur Auswahl, die können Sie die rausnehmen. Und 10 verschiedene Salate zur Vorspeise. Für die Bayerischen stellen wir immer ein bisschen Soße vorne hin. Und die aus einem anderen Land kommen oder andere Religion haben, die kriegen ein bisschen Olivenöl vorne hingestellt. Und so kann sich jeder sein Essen selber zusammenrichten. Und wenn einer sagt, der darf jetzt das und das nicht essen, dann kommt in die Küche und sagt, heute hätte ich gern das und das. Und das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und wir sind eigentlich fast 365 Tage an der Mannschaft. Wir machen das Frühstück, wir machen das Mittagessen und die Spieler können sich, wenn sie das wollen, auch das Abendessen mitnehmen und zu Hause dann das Fleisch oder den Fisch abraten, damit wir so ein bisschen wissen, dass wir, sagen wir mal, also dass wir die beste Ware kaufen, ist ja eh klar, aber dass wir das ein bisschen verfolgen können, dass der einfach nicht sagt, jetzt habe ich das nicht gehabt und jetzt habe ich da einen Döner und einen Burger und 3 halbe Bier. Also übrigens, bei dem Bier kann man ja fast nicht zunehmen. Gell? Das geht ja fast nicht. Keine. Ja, so, oder? Jetzt probieren wir mal. Sven. Zum Wohl. Vielen Dank. Zum Wohl. Zum Wohl. 0,0 Alkohol. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Ist gut? Ja, sehr gut. Super. Ja, passt super. Ja. Ja, ganz klasse. Ah, passt dazu. Danke. Servus. Dankeschön. Pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.